Oh, ist der hier? Der ist in unserem Bereich. Haben wir hier ein Forschungsschiff? Oder ein Konstruktionsschiff, besser gesagt? Ja, haben wir tatsächlich eins in der Nähe. Dann holen wir uns hier die Forschungspunkte. Ich könnte eigentlich auch hergehen und hier diese 19er-Welt kolonisieren und stattdessen den Außenposten wegschmeißen, ne? Warte mal, wo ist denn der nächstgelegene Planet? Aesir, die produzieren aber gerade. Tekka Upas, die produzieren auch gerade. Ja, Kauboros. Soll mir Kauboros ein Kolonieschiff kurz ausspucken? Wir können es uns ja leisten. Ja, sehr nice. 8 von 14, wir sollten da echt Gas geben. So, Raubstation bitte. Und dann haben wir jetzt hier schon einen zusätzlichen Centurion. Das finde ich nett. Planet colonized. Dann schmeiße ich jetzt erst einmal die Dinger hier alle weg. Und fange an, hier die ganzen Bewohner zu basteln. Ja, das ist ja natürlich super, super, super. Das heißt, ich kann eigentlich im Endeffekt fast nichts anderes mehr machen. Ich bin schon am Überlegen, ob ich vielleicht nicht einfach was davon rausschneiden soll, weißt du? Weil wir machen ja wirklich nur noch das Gleiche jetzt. Stunden, über Tage, über Jahre, über Milliarden von, weißt du schon. Ja, das ist irgendwann, also, nee. So, ja, oh, das ist nice. Keine Teilblocker. Das ist ein Träumchen. System Survey. Das ist echt ein Träumchen. Ja, ich könnte eigentlich wirklich einiges rausschneiden unterwegs. Ja, wobei auf der anderen Seite müsste ich halt auch nochmal alles durchgehen dafür, um zu sehen, was ich rausschneiden kann. Das ist schon... Ach, weißt du was, komm. Ist ein Teil des Spiels, gehört leider Gottes dazu. Ich meine, bis zum Endgame ist es nicht mehr allzu lang. 18 Jahre noch und ich lasse ihn jetzt einfach auf schnell. Dann sollte das nicht mehr zu lange dauern. So, was hat er denn für Flottenprobleme andauernd? Dass die sich gegenseitig in den Weg kommen. Oder in die Quere kommen. Du befindest dich tatsächlich noch auf unserem Bereich. Du machst aber nichts mehr. Was ist mit ihm hier? Das Forschungsschiff. Willst du mir erzählen, dass die jetzt beide fertig sind, oder was? Ah, nee, die arbeiten tatsächlich noch, aber... Er macht auch nur das System und das hier noch. System surveyed. Da sind sie Feindflotten ausgewichen, dann könnten wir hier oben anfangen zu erkunden. Ja, dann würde ich sagen, machst du mir als nächstes hier weiter. So, und das geht alles von dem System da unten aus, finde ich nett. Noch netter wäre es natürlich, wenn er von System zu System springen könnte. Ja, jetzt ist es eben zu viel. Okay. Die Konstruktionsschiffe, die sind alle wieder untätig. Ein Kolonieschiff ist ready. Das schicke ich dann gleich mal darüber. Wo ist der Planet? Da ist der Planet. Hier, einmal kolonisieren. Kostet zum Glück auch nicht so viel. Ja, da haben wir auch wieder titanisches Leben. Das kann mich jetzt gerade mal gern haben. Was mich aber wundert... Was mich jetzt wirklich sehr, sehr wundert, ne? Guck mal, die Cybrex. Da war ein Ding drin. Auf dem Planeten. System surveyed. Kann ich mit einem Forschungsschiff sagen, jetzt hier... Aber da ist ja nichts mehr. Also im Endeffekt, wenn man sich mal anguckt, ja, ist ja gut, Tussi, Mann, macht es doch mal automatisch, ihr kennt meine Befehle. Wenn man sich mal anguckt, ich glaube, wir haben ungefähr 30% der Galaxie oder 33% der Galaxie inzwischen erforscht und wir haben hier nichts über die Cybrex gefunden. Ich glaube, das ist alles hier im unteren Bereich.
Das ist schon sehr traurig. Was sagt mir er jetzt eigentlich? Also sobald er sagt, Flottenstärke unterlegen, würde ich es echt wagen, diese Typen auszuschalten. Das wäre sehr interessant. Okay, Forschung, die braucht auch noch ein bisschen. Ich speichere hier einfach nochmal ab. Wo ist denn unser, da ist unser Speicherstand. So, wo sind wir denn? Bei 1 Stunde und 40 Minuten ungefähr. Um Gottes Willen. Machen unsere Konstruktionsschiffe hier gar nichts mehr hier oben, oder? Die sind fertig. Soll der mal darüber flattern? Gut. Du sagst, du bist ready. Dann sag ich, baue mir hier Bergbaustationen. Du sagst auch, du bist ready. Dann baust du hier mal. Und du bist tatsächlich noch beschäftigt. So. Da unten hätten wir jetzt noch eins. Der ist... Ja gut, der kann da drüben noch rumbasteln. Wo haben wir jetzt noch Schiffchen? Da ist eins. Oh ja, hier können wir tatsächlich noch einiges bauen. Alter, wie hell dieser Stern strahlt da unten, ne? Ist schon... Ach, das ist, weil wir hier im Zentrum der Galaxie sind. Ich finde es ja ein bisschen schade, dass sie das Zentrum der Galaxie nicht bereisbar gemacht haben, so wie in Spore. Dass man da vielleicht irgendwelche Gags eingebaut hätte. Wie kann bei keinem dieser Planeten gebaut werden? Ja, ist ja gut. Achso, er baut hier schon. Ach, schau mal an. Er fängt also an, hier mitzuwirken. Deswegen kommen die sich auch andauernd in die Quere. Ja, ich verstehe. Ich verstehe. So, jetzt haben wir noch zwei Konstruktionsschiffe. Eins ist da hinten. Ja, ganz ehrlich, das brauchen wir jetzt da hinten nicht unbedingt. Boah, guck mal, was wir uns hier an Forschung sichern könnten. Aber ich glaube, wir sollten erstmal wieder auf die Energieproduktion setzen. Das wäre ganz nett. So. Ja, plus 18 Energie ist jetzt nicht so der Hit, ne? Das Größte ist momentan echt der Schiffsunterhalt. Und ich muss noch mal kurz was trinken. So. Zerstörter Teilchenbeschleuniger. Was? Wir haben auf Urum Prime die Reste einer gewaltigen Maschine vorgefunden, vermutlich eines Teilchenbeschleunigers. Man fand ihn in einer immer noch radioaktiv verstrahlten und mit riesigen Bombenkratern bedeckten Region. Das liegt nahe, dass der Beschleuniger während des Atomkriegs auf dem Planeten als strategisches Ziel von großer Wichtigkeit angesehen worden war. Wir konnten mehrere Forschungsprotokolle der Wissenschaftlerin bergen, die den Betrieb des Beschleunigers geleitet hatte. Obwohl die Technologie ihrer Zivilisation ziemlich primitiv gewesen ist, sind einige der theoretischen Forschungsansätze und Formeln in den Protokollen selbst an unseren Standards gemessen fortschrittlich. Unsere Physiker grübeln jetzt über die Daten. Gebäude auf Teilchenbeschleuniger einstellen? Bitte was? 1-2 Gebäude auf Teilchenbeschleuniger einstellen? Gibt's ja auch wieder Textfehler oder was? Haben wir hier jetzt irgendwas? Nee, ne? Was sagt er mir eigentlich über den Sieg? Gewinnen Sie das Spiel, indem Sie 40% aller kolonisierbaren Planeten besitzen? Da haben wir noch nicht mal die Hälfte erreicht. Gewinnt das Spiel durch die Eroberung aller anderen Reiche. Wir wissen von 4 anderen Reichen in der Galaxis. Föderationskrieg. Okay. Nee. Föderationskrieg haben wir ja nicht. Gibt's bei uns nicht. Brauchen wir nicht. Hier sind wieder 2 Konstruktionsschiffe. Und TT. Ich wünschte echt, sie würden es automatisch machen. Oder dass es eine Option gäbe. Dass ich nur noch sagen muss, oh, okay, hast du entdeckt, dann bitte sämtliche Anomalien automatisch erforschen und das Problem ist behoben. Aber so, naja. Technology researched. Oh, sehr schön. Was haben wir denn? Plasmabeschleuniger, ja, wunderbar. Partikellanzen, ja, das sind diese Extremwaffen.
Das sind diese Superwaffen, ja, tragisches Schicksal, bla bla. Hier. 80 Monate, dann haben wir es. Die sind wichtig. Die sind ganz, ganz wichtig. Also die brauchen wir unbedingt, bevor das Endgame losgeht. 80 Monate, das sollte theoretisch reichen. Oh, Gott sei Dank. So, jetzt ist schon wieder eins der Konstruktionsschiffe fertig. Du da oben. Ja, dann kannst du den Jungs eigentlich mal helfen, weil hier gibt es nichts mehr zu tun. Dann würde ich sagen, fängst du mal an, hier was zu basteln. Wo ist er? Ach, er ist da unten. Und du bist da drüben. Boah, ja, die Framerate gerade, die ist ja wirklich am Abschmieren, ne? So, wo haben wir denn hier? Hier haben wir ein Konstruktionsschiff, was gerade am Bauen ist. Du bist hier noch beschäftigt, du bist da noch beschäftigt, du bist da noch beschäftigt. System surveyed. Sag mir nicht, dass die Forschungsschiffe schon wieder fertig sind. Das ist unfassbar. Was? Wissenschaftsteam, Metalltafel gefunden? Ja, Metalltafel. Wow. Bin so stolz auf euch mit eurer Kack-Metalltafel. Ach, da geht's um das System. Eine 25er-Welt. Die will ich haben. Die will ich haben. Die will ich haben. Kann man hier drüben sagen, System erkunden? Zum Glück haben wir da eine Wurmlochstation hingesetzt. Wie es sich jetzt einfach immer weiter ausbreitet hier, ne? Mit seiner Grenzreichweite. Okay, das war's. Wo ist die 25er-Welt? Du bist eine 15er-Welt. Das ist die 25er-Welt. Was ist denn hier los? Starke Gravitation. Baukosten erhöht und Bewohnbarkeit verringert. Bewohnbarkeit interessiert uns nicht. 162, aber eine 25er-Welt. Das würde uns nochmal was einbringen. Okay, welcher Planet ist denn hier am nächsten, der... Ich glaube, das mache ich lieber manuell, über das System sehe ich ja nichts. Eldarak, kannst du Kolonieschiffe bauen? Nee, kann er nicht, weil er noch keinen Raumhafen hat. Glückwunsch. Apropos Raumhafen. Was ist denn da los? Während wir einige Ruinen in der Nähe einer unserer größeren Siedlungen auf Urm Prime erkundeten, lösten einige Kolonisten unabsichtlich den Zeitzünder eines Wasserstoffbombenblindgängers aus. Ach du Scheiße. Ja, warte, warte, warte. Atombombe entschärfen, erforschen. Die, wenn hochgeht, das wäre unschön. Ach, das ist sogar direkt hier. Ja, hier, Kolonieschiff bauen, Centurions. Sehr schön. Gerade nochmal so davon gekommen. Okay. Das klingt nett. Oh, hier gibt es viel Forschung. So, okay. So langsam aber sicher kommen wir dann doch in Fahrt, was das angeht. Was machen jetzt eigentlich unsere Flotten? Kann ich da mal ganz kurz gucken? Wie Mars, die vereinen wir mal. Eine 53.000er Flotte. Die anderen schicken wir, denke ich mal, nach Tekkos, oder? Ein Glückstreffer. Ach ja, wie nett. Negative Bilanz. Ah, jetzt geht das wieder los. Kann man bei euch... Warte mal, baust du noch? Der baut tatsächlich noch seine zwei Schlachtschiffe. So, 10 von 14. Das heißt, 4 Stück fehlen uns noch. Was macht denn eigentlich... Ja, ja. Was macht er hier unten? Er ist tatsächlich fertig geworden. Okay... Dann kann ich mal hergehen und diesen da machen. Jawohl, ja. Naja. Großen Unterschied gibt es jetzt nicht wirklich. Ja, dann oberflächentechnisch. Wow. Construction complete. Ich glaube, den setze ich mal lieber hier auf eine Energie.
auf ein Energiefeld. Ja, danke für die ganzen Informationen, die mich momentan leider nicht interessieren. Oh weh. Ist komisch, manchmal springt das Menü so komisch hin und her. Das verwirrt mich ein wenig. Keine Ahnung, was das ist. So, hier auch nochmal ein Kraftwerk hinbauen. Da schaue ich dann später nochmal vorbei. System surveyed. Jetzt könnten wir erstmal wieder kurz speichern und dann gucke ich doch einfach mal, was die anderen Sektoren jetzt so machen. Hier.